Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Ritterfest-Vlog. Ich bin der Christian Domeyer, der Organisator von Ritterfest Kufstein. Und wir haben euch ja im letzten Video versprochen, dass wir euch ein wenig mitnehmen auf unsere Reise durch Europa zu anderen Mittelalterveranstaltungen und zu anderen spannenden Veranstaltungen. Sekunde. Und jetzt sind wir hier in Visby, in Gotland, bei der Mittelalterwoche, der sogenannten Medeltidsbekkan. Mittelalterwoche wird immer mit einer großen Feier am Strand selber eröffnet, wo alle Künstler auftreten, die auch während der Woche hier zu finden sind und so einen kleinen Auszug aus ihrem Programm schon spielen, ein bisschen Werbung für sich machen. Und der große Höhepunkt sind dann immer die Bogenschützen, die direkt von der Bühne aus Brandpfeile ins Meer schießen. Und heuer war es ein ganz besonderer Gänsehautmoment, als die fantastische Saga Björling dazu auch gesungen hat. Das war ziemlich stark, aber seht selbst. Und wo natürlich Mittelalter-Partys stattfinden, ist Königs nicht weit. Und hier hat Königs eine Back-to-the-Roots-Party ohne viel Technik, ohne große Lightshow veranstaltet und mit einer unglaublichen Stimmung. Ja, auch Visby hat natürlich eine lange, nicht so friedvolle Geschichte hinter sich, wie so viele Städte aus dem Mittelalter. Und eine ganz berühmte Schlacht hat sich hier 1361 zugetragen, als der Dänenkönig Waldemar Atterdag Gotland und Visby eben auch erobert hat. Die Schlacht wird hier bei der Mittelalterwoche nachgestellt und wir haben hier ein paar exklusive Bilder für euch. Es ist ziemlich beeindruckend, wenn so viele Krieger aus verschiedensten Nationen hier zusammenkommen, die Schlacht im Grunde eine Woche lang proben, in einem total authentischen Lager leben und dann eben zum Höhepunkt dieser Woche diese Schlacht dann endlich auch schlagen. Und ich hatte das große Glück, mit Mike Ferguson unterwegs zu sein. Mike ist ein Kanadier, der hier auf Gotland lebt. Und Mike hatte eine unglaublich tolle Kamera zur Verfügung jetzt hier für die Mittelalterwoche und hat 150 Megapixel-Fotos dann gemacht von den Rittern. Und ich habe ihn dabei begleitet und ja, es war ziemlich spannend.
Got it. Last not least natürlich die große Abschlussfeier im Kloster Lengen, einem ehemaligen Klosternebengebäude, das jetzt nur noch zur Mittelalterwoche geöffnet ist und da dann eben eine legendäre Party-Location, ein ziemlich cooles mittelalterliches Restaurant eingerichtet ist. Und hier findet traditionell eben die Abschlussfeier der Mittelalterwoche statt. Und es ist schon auch ein ziemlich beeindruckendes Gefühl, wenn ausschließlich gewandete Gäste bei Kerzenschein nochmal so richtig feiern. Ja, vielen Dank fürs Anschauen. Schön, dass ihr dabei wart mit den Wispy. Wenn es euch gefallen hat, dann liked dieses Video, folgt uns auf Facebook, abonniert unseren YouTube-Kanal und hey, wir sind jetzt auch auf Instagram. Seid einfach dabei auf unserer Reise quer durchs Mittelalter und wir sehen uns dann wieder nächstes Jahr zu Pfingsten in Kufstein.